44 Pistenkilometer, 100% beschneite Pisten, 6 Gastronomiebetriebe direkt im Skigebiet. Wenn der Berg ruft, also der Golm, dann sollte man hin, mitsamt der Familie. Denn das Skigebiet Golm bietet vor allem eines, ausgewogene Pistenvielfalt für jeder Mann, Frau und Kind. Hier gibt es zahlreiche Familienattraktionen und einfache Abfahrten für Skianfänger. Eines unserer Highlights ist sicher der kostenlose Kindergarten direkt bei der Bergstation in Grüneck. Da können Eltern ihre Kinder kostenlos abgeben, wenn sie das möchten, können ein paar Runden Skifahren und dann auch immer wieder mal vorbeischauen, wie es den Kleinen geht, vielleicht eine Runde mitnehmen, ganz wie sie möchten. Ein weiteres Highlight ist das Kinderland, hier das Golmiland, wo wir jetzt gerade sind. Da können Kinder im Kinderskikurs tolle Erlebnisse feiern, sie lernen Skifahren, sie haben sehr viel Spaß mit anderen Kindern, mit dem Skilehrer. Und da ist ganz toll auch das Angebot jeden Samstag, da haben wir eine Schnupperstunde. Da kann man das Kind mal schauen, wie kommt es an im Skikurs, möchte es was lernen oder ist vielleicht noch zu früh. Für eine Stunde einfach hierher bringen, dann kann man das testen und ja, schauen, ob es weitergeht im Skikurs oder nicht. Jetzt sind wir am Start vom Golm X. Das ist unsere Crossstrecke für die Kleinsten. Also da können sich die Kleinen auch mit den Geschwistern oder mit Mama und Papa matchen, schauen, wer zuerst unten ist. Es sind ganz viele Hügel, kleine Schanzen, Wellenbahnen. Also macht unglaublich viel Spaß für Groß und Klein. Für jedes Skikönnen, für jeden Fahrwunsch gibt es hier die passende Piste. Das heißt 13 Kilometer blaue Pisten, 12 Kilometer rote Pisten, 2 Kilometer schwarze Pisten, 17 Kilometer Skirouten. Und nebenbei kann man auch noch die Benimmregeln für sicheres Skifahren lernen. Ob klein oder groß, jeder muss auch mal anfangen. Damit Skifahren zum erholsamen Spaß wird, gibt es hier am Skigebiet Golm ausgebildete Schneesportlehrer. Dabei sind Sicherheit, Qualität und Spaß beim Unterricht vorrangig und führen nachhaltig zum gewünschten Lernerfolg. Hier am Skigebiet Golm tut sich ein unglaubliches Panorama für die Besucher auf. 9 Anlagen transportieren die Skifahrer in die Bergwelt, um ihnen eine Skiabfahrt mit atemberaubendem Bergblick zu ermöglichen. Wir sind jetzt da bei der Bergstation der Rätikonbahn, im höchsten Punkt vom Bewegungsberg Golm auf genau 2100 Meter Seehöhe. Ist für mich einer meiner allerliebsten Plätze am Golm, weil einfach das Bergpanorama so unglaublich schön ist, dass mir jedes Mal das Herz wieder aufgeht. Man sieht jetzt da hinter mir ganz schön die 3 Türme, das Markenzeichen schon fast vom Bewegungsberg Golm, genauso auch die Sulzflur auf der Seite und die Drusenflur zu meiner Linken. Von der Rätikonbahn Bergstation geht es direkt hinab zur Golmer Bahntalstation Vandanz. Das ermöglicht 9,2 Kilometer durchgehendes Fahrvergnügen. Natürlich gibt es für hungrige Skifahrer auch ausgezeichnete Verpflegung inmitten des herrlichen Bergpanoramas am Golm in Montafon. Am Bewegungsberg Golm haben wir insgesamt 6 Gastronomiebetriebe im Skigebiet. Die bieten unterschiedliche Sachen an, ganz viele lokale, regionale Spezialitäten, wie jetzt Käsknöpfle gibt es oder wie jetzt zum Beispiel hier im Panorama-Restaurant Grüneck gibt es wirklich exzellente Spinatrouladen oder auch Montafoner Bergkäseknödel. Also man achtet da wirklich darauf, dass man die Regionalität, regionale Produkte im Fokus stellt. Und nach Spinatstrudel und Käsknödel kann es wieder gestärkt auf die Piste gehen. Das Besondere am Golm für mich ist, dass wir ein Familienberg sind. Wir probieren Bewegung für die ganze Familie in den Vordergrund zu stellen und natürlich das einzigartige Panorama bei der Rätikonbahn.